Zum letzten Saisonspiel des Jahres tritt Astoria Waldorf beim Drittliga-Absteiger 1. FC Saarbrücken an. Für den FC-Trainer Matthias Born gehören die Saarländer zu den Top-Kandidaten für die Aufstiegsrelegation. Der Kader ist gespickt mit Ex-Profis aus der 1. und 2. Bundesliga. Sie haben das Potenzial einer guten Drittligamannschaft, sagte der Coach vorm Spiel. Gleich in der ersten Spielminute ließen die Gastgeber ihr Können aufblitzen. Der Ball wird am 16er für Sven Söckler abgelegt. Der zieht direkt ab, Wulle fliegt, muss aber nicht eingreifen. Das Ludwigsparkstadion war mit über 3000 Zuschauern gut besucht. Und die sahen weiterhin den 1. FC Saarbrücken im Angriff. 6. Minute, der Ball wird kurz abgewehrt. Fieser hält drauf, wieder fliegt Wulle, aber auch der Ball geht knapp daneben. Nur 2 Zeigerumdrehungen später dann unsere Astoria im Vorwärtsgang. Andreas Schön probiert's aus der Distanz. Sein Schuss verfehlt ebenfalls das Ziel. Bislang standen beide Abwehrreihen sicher im Spitzenspiel zwischen dem 3. und dem 5. Minute 24. Matthew Taylor zieht von der linken Seite nach innen. Wulle pariert mit den Fäusten. Der Top-Torjäger der Saarländer mit einer guten Einzelleistung. Rick Wulle ist auf seinem Posten. Gute halbe Stunde gespielt. Wieder kommen die Gastgeber über links. Taylor hat Zeit, den Ball anzunehmen und hämmert ihn in die Maschen. Wulle diesmal ohne Chance. Taylor erzielt sein 10. Saisontor. Er nimmt den Ball mit links an und lässt unserem Keeper diesmal keine Möglichkeit, den Ball zu halten. Die Astoria musste nun einem Rückstand hinterherlaufen. Nur 3 Minuten später, Wulle unter Druck. So kommt Dennis Wegner an den Ball. Wegner geht bis zur Grundlinie und passt die Kugel in die Mitte. Die Waldörfer bringen den Ball nicht weg. Fisser schießt den Ball ans Lattenkreuz. Glück für den FC Astoria Waldorf, dass hier nicht der 2. Gegentreffer fällt. Aber die Waldorfer kamen nochmal. 4 Minuten vor der Pause. Groß dribbelt in den Strafraum und schlänzt das Leder aufs lange Eck. Der war richtig knapp. Aber Nikolai Groß bleibt der Treffer verwehrt. Immer noch Halbzeit 1. Söckler schlägt den Freistoß in die Mitte. Der Ball zunächst abgewehrt. Wulle kommt raus und faustet mit einer Hand weg. Wieder ist es Fisser, der abzieht. Aber Kaufmann verhindert mit der Hacke das Tor. Ganz coole Rettungsaktion des Verteidigers. Danach ging es in die Kabine. Saarbrücken kam mit viel Schwung zurück. Nur 1 Minute nach Wiederanpfiff. Söckler mit Distanzschuss. Der Ball streift noch das Außennetz. Man merkte, dass die Saarländer hier unbedingt den 3. Sieg in Folge einfahren wollten. Die Gastgeber machten jetzt richtig Druck. Freistoß in der 51. Minute, der Kopfball aufs lange Eck, Wulle schon geschlagen, der Pfosten rettet für die Astoria. 57. Minute, wieder eine Standardsituation, diesmal die Ecke und wieder wird's gefährlich. Die Astoria immer noch nur 1 Tor in Rückstand. War da noch was drin? Eine Viertelstunde vor Schluss spielen sich die Astorstädter schön vor das gegnerische Tor. Der Ball von Meier wird aber noch im letzten Moment geblockt. 3 Minuten vor Ende. Schön ist im Strafraum und schießt. Auch der Ball geht leider neben das Gehäuse. In der Schlussminute bekommt Saarbrücken nach diesem Foul einen Elfmeter zugesprochen. Schafter trifft an, aber Wulle hält. Super Parade von Rick Wulle, der seine Mannschaft sofort nochmal anfeuert. Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Trotzdem kann die Astoria zufrieden in die Winterpause gehen. Mit 31 Punkten überwintert man als bester Aufsteiger. Erstmal Glückwunsch nach Saarbrücken. Maschine rollt Richtung 3. Liga. Sehr starker Auftritt heute von Saarbrücken. Ja. Wir wussten, was uns heute hier erwartet. Wir haben versucht, so lange wie möglich die Null zu halten. Das war das Ziel. Und dann auch entsprechend reagieren, schnell umschalten, dass sich dann auch Räume auftun. Wir wussten, dass Saarbrücken hier unbedingt gewinnen muss auch. Und leider ist uns nicht gelungen, mit dem 0-0 in die Halbzeit zu gehen, sondern mit dem 1-0. Zweite Halbzeit muss ich ein Riesenkompliment machen an die Mannschaft. Wir haben bis zum Schluss gefeiert, gekämpft, haben versucht, noch den Ausgleich zu machen, nachdem Saarbrücken auch etliche Chancen hat liegen lassen. Elfmeter noch verschossen dann zum Schluss. Ja. Haben alle dran geglaubt, dass wir auch noch das 1-1 hier machen können. Uns hat im letzten Drittel die Präzision gefehlt, auch im 16er die Passgenauigkeit, dass wir hinten auch leicht heute ein Tor schießen können. Von daher hat Saarbrücken verdient gewonnen. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich wünsche natürlich genauso, dass Waldorf weiterhin so ein paar Punkte holt, vor allem gegen die anderen, die oben stehen. Das würde uns weiterhelfen.
Ansonsten, wir wussten genauso, dass Waldorf vor allem bei den Auswärtsspielen schon einige Punkte geholt hat, mehr als die Hälfte. Das heißt, 18 Punkte hat man schon in der Ferne geholt. Wir waren gewarnt, wir wussten, dass wir vor allem mit einer Mannschaft haben, die gut organisiert ist, aus einer kompakten Deckung, vor allem bei ihren Auswärtsspielen, dann immer wieder Nadelstiche setzt und eine große Effektivität vorne hat.